Ja, hallo Freunde des Bestienbluts. Willkommen zurück bei einer neuen Folge Bloodborne, die Kelchverliese. Wir haben ja beim letzten Mal den Tumeru-Wurzelkelch hier abgestellt und den werde ich jetzt dann auch gleich mal besuchen. Ich hoffe, das war jetzt der Wurzelkelch. Schauen wir einfach mal. Also wie gesagt, die Wurzelkelche, die erzeugen zufällig generierte Verliese oder Labyrinthe und die sehen halt immer wieder anders aus und man kann sich da eigentlich auch wieder mal drin verlaufen. Es hilft nichts, wenn man sich da quasi den Weg merkt. Beim nächsten Mal ist das dann alles anders. Hier haben wir gleich schon eine Kammer vorne dran. Guck mal, da ist ein Jägerzeichen auf der Tür. Ich weiß jetzt nicht, ob das was zu bedeuten hat. Ich habe jetzt auch mal die Waffe gewechselt, weil mir dieses Sägehackbeil doch irgendwie ein bisschen zu kurz war. Und außerdem habe ich hier bei meiner Axt die auf Stufe 10 schon hochgerüstet. Da unten sind Ratten. Und jede Menge Leute. Ja, meine Güte. Und mein Sägehackbeil ist eben erst auf Stufe 9. Also ist das hier dann doch die bessere Wahl, nehme ich an. Obwohl man in diesen engen Gängen, wo ist hier die Leiter? Mit einer kurzen Waffe doch ganz gut zurechtkommen. Hier ist gar keine Leiter. Wieso ist hier keine Leiter? Oder sehe ich die jetzt nicht? Hier sind doch immer Leitern eigentlich. Okay. Keine Leiter. Hier bin ich reingekommen. Oder? Habe mich schon verlaufen beim ersten Mal. Ah, nee. Da geht's runter, da geht's rauf. Ein Hund. Machen wir erstmal unten hier fertig. Gucken wir mal, da kommen wir ja hier zu diesen Ratten und den Leuten, die da rumlaufen. Ich weiß auch gar nicht, ob die Bosse dann immer die gleichen sind hier in den. In den Wurzelkelch verließen, bin ich jetzt echt überfragt. Wie viele Ratten sind denn das noch? Ja, und daneben hauen bringt einen natürlich auch nicht weiter. Wo kommt denn der jetzt her? Noch eine Ratte. Noch ein Sacktyp und noch einer, der jetzt gleich aufsteht hier hinter mir, oder? Oh meine Güte. Stehst du hier auf? Oder der hängt hier in der Mauer, guck mal. Aber der schnauft irgendwie. Okay. Oh. So, der Sacktyp auch noch. Ja, die Axt, die hat schon da einen besseren Durchzug. Na, wenn man trifft. Ja. Irgendwie ist hier relativ wenig Loot, finde ich jetzt so gerade. Für diese Menge an Gegnern finde ich das doch jetzt hier irgendwie wenig lohnenswert. Na gut, ein paar Seelen kriege ich natürlich, aber nicht besonders viel. War es das hier jetzt auch schon? Weiß nicht so besonders ergiebig, muss ich sagen. Da
höre ich doch noch einen rumlaufen. Okay. Dann laufen wir mal wieder nach oben. Machen da weiter. Genau, da war ich doch eben unten. Aber hier ist wirklich keine Leiter. Das ist ja komisch. Naja, okay. Aber hier geht's auch nicht weiter. Ah, doch, doch, hier. Ah. Der bewacht da eine Truhe. Die sieht natürlich interessant aus. Also das hier ist jetzt ein Labyrinth der Ebene 1. Das heißt, mit relativ leichten Gegnern. Aber ihr seht schon, ein bisschen was kann man hier auch noch looten. Und das ist auch für den Anfang gar nicht schlecht. Also wenn ihr hier im Hauptspiel ja noch relativ am Anfang seid, könnt ihr da trotzdem mal reingucken. Also ihr müsst natürlich die bluthungrige Bestie besiegt haben, um mal den ersten ein unheimliches Sägehackbeil. Aber das ist cool. Das ist so ähnlich wie das normale Sägehackbeil, nur kann man da andere Edelsteine einsetzen. Also da kann man dann, ich weiß gar nicht, ob man das hier sieht, kann ich jetzt mal gucken. Unheimliches Sägehackbeil. Also hier das normale Sägehackbeil, da hat man so zwei von diesen Mäßigungsblutedelsteine, heißen die, glaube ich, diese sternförmigen und dann so einen runden. Und hier kann man eben statt dem runden einen dreieckigen Edelstein einsetzen. Da kann man sich dann eben andere Waffen mit anderen Eigenschaften zusammenbasteln. Es gibt ja hier in den Kelchverliesen auch Bartboten, wenn man die dann findet. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, von zwei oder drei Stellen, wo man die findet. Da muss man allerdings ein bisschen tiefer normalerweise gehen. War ich jetzt hier schon? Ja, ich glaube, das habe ich jetzt alles abgesucht. Dann gehe ich mal wieder zurück. Und bei den Bartboten kann man eben auch diese unheimlichen Waffen kaufen. Und dann noch eine andere Art. Fällt mir jetzt bloß gerade nicht ein, wie die heißt. Da kann man dann nochmal andere Edelsteine einsetzen. So, sind wir jetzt hier wieder draußen auf dem Gang? Genau. Eine Laterne. Hier wieder eine Falle. Die erstmal zerstören. Man weiß ja nie. Hier ist meine Tür, wo ich dann hin muss. Da oben höre ich auch schon wieder einen Trapsen. Oh, ein Sacktyp. Okay. Na. Ritualblut. Also die Sacktypen, die droppen immer ganz gute Sachen. Die entweder Blutscherben zum Verbessern der Waffen. Ah. Ja, seht ihr gut, dass ich da schon hier drauf gehauen habe, da hinten. Hier ist ja noch was. Blutfiolen kann man immer brauchen. Wo gehen wir denn jetzt hin? Das hier sieht ganz interessant aus. Keiner zu Hause? Hallo? Glänzende Münzen. Habt ihr schon mal glänzende Münzen irgendwo verwendet? Also ich nicht. Keine Ahnung. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare hinterlassen, für was man die eigentlich braucht. Ich brauche sie jedenfalls nicht.
So, wo ist jetzt hier der Hebel? Jetzt bin ich hier wieder rausgekommen. Okay, einmal im Kreis gelaufen. Oh, ein Krabbler. Hier gibt es auch Krabbler. Ah. Wusste ich gar nicht. Oder doch, klar, weiß ich das. Absolut vergessen gehabt oder verdrängt gehabt. Ich es noch mal irgendwo krabbeln? Keine Ahnung. Jetzt erst mal hier rein. Also die Räume ähneln sich ja schon immer ein bisschen. Oder es sind ja eigentlich immer die gleichen, aus denen das zusammengesetzt wird. Bloß die Gegner werden halt mal stärker und mal schwächer. Huch, auch wieder eine Falle. Erstmal hier die alle rundrum ein bisschen dezimieren. Ach, da war der Krabbler, okay. Na komm du auch mal hierher. Ach, jetzt hat er mich doch gesehen, der Riese. Die noch ein bisschen Blutechos farmen kann ja auch nicht schaden. So, dann haben wir hier den Hebel. Was sind das da? Hä? Der Sack von diesem Sacktypen hier. Was ist denn das? Also. Okay. Hier gibt es wohl nichts mehr. Dann schauen wir nochmal nach unten. Vielleicht gibt es ja da noch was Interessantes. Unten sind ja meistens irgendwelche Ratten. Ah, seht ihr, hier gibt es Bartboten. Na, gucken wir doch mal, was die so anbieten. Das Zeug hier, die normalen Gegenstände, die sind unglaublich teuer. Also die würde ich auch nur in der Not kaufen. Aber wie gesagt, Waffen, 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 die bieten jetzt keine Waffen an. Okay. Gut, vielleicht weil wir nur in der ersten Ebene sind. Aber ihr seht schon, das ist ja. Blutfiole für 5.200. Das ist nicht attraktiv zu kaufen. Aber wie ihr seht, man kann hier auch Bartboten finden. Die Waffen sind, wie gesagt, ganz interessant, aber alles andere ist eigentlich zu vernachlässigen hier. Wo war jetzt? Ach, hier war ich schon. Okay. Da unten ist meine Tür. Dann gehen wir doch mal zum ersten Boss, falls nicht noch irgendwie ein Raum hier ist, den man. Nee, ist es nicht. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, was hier hinter der Tür für ein Boss ist. Oder ob das der. Ach, du lieber Himmel. Nein. Na. Ach ja. Jetzt beruhig dich nur wieder. Okay. Ich meine, die trifft man dann auch noch mal in anderen Verliesen.
In den tieferen Stufen, da sind die gar nicht mehr so easy peasy. Gut, erster Boss erledigt hier. Gibt es hier noch was? Wenn man hier in diese Gebiete reingeht, die hier vor der gelben Tür sind, also vor dem eigentlichen Labyrinth, dann sind das eigentlich nur Loot-Gebiete, bezeichne ich die jetzt einfach mal. Weil da gibt es eben weder einen Boss drin, noch. Ach Gott, ein Schwein. Noch. Oh ja, das war ja jetzt nix. Als ist es runtergefallen. Ah. Aber gestorben ist es offensichtlich nicht. Naja, okay. Noch gibt es da eben einen Hebel, wo man die Tür dann da zum Bossraum aufmachen kann. Deswegen ist dann das hier eigentlich so optionale Gebiete. Also kann man zum Looten jetzt nehmen, da hinten liegt was. Aber hier in den ersten zwei Ebenen sind die jetzt auch nicht besonders reich bestückt mit irgendwelchen tollen Sachen. Ach du meine Güte. Ja, lass mich doch mal aussteigen hier. Jetzt gehe ich hier mal nach oben erstmal ein bisschen in Sicherheit bringen. Da muss doch auch wieder irgend so eine Madame sein, die die hier beschwört. Wahrscheinlich läuft die oben irgendwo rum und ich habe sie nicht gesehen. Wo ist denn dieses Schweinchen? Hallo? Ach, die kommen von da hinten. Ach, da ist sie, genau. Ups, hat mich irgendeiner mit irgendeinem Giftzeug getroffen? Ah, vor. Ja. Bist du denn da hinten? Ah, da oben habe ich noch ein Loot vergessen. Ah, egal. Vor lauter Schwein hört man hier gar nichts. Wenn das da hinten. Oder sind da mehrere? Das klingt fast so. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, es sind mehrere. Ach du Schreck. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott, wie viele sind denn das? Gott, oh Gott, oh Gott. Was war denn jetzt das? Ach, da war noch so ein Sacktyp. Ach du meine Güte. Also ihr seht auch, in den Stufe 1 Dungeons kann man durchaus sterben, wenn genug Gegner in der Gegend sind. So, jetzt hatte ich aber da richtig viele Blutechos. Die will ich natürlich mir wiederholen. Mal gucken, ob ich die Stelle wieder finde. Wahrscheinlich ja wieder nicht. Ist die gute Frage, wo ich da runterfahre. Aber da hinten
war ja noch irgendein Loot, was ich vergessen habe. Da laufe ich jetzt erstmal vorsichtig hin und schaue mir das mal an. Ah, hier geht's auch noch rein. Da. Und meine Blutechos sind jetzt da unten irgendwo, oder? Mei, mei, mei. Da hinten wahrscheinlich. Gut. Au, 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 au. Erstmal die Madame hier ausschalten. Und an den nicht treffen. Wahrscheinlich sind jetzt die Blutechos in irgendeinem Schwein drin, oder? Oder in dem Sacktypen. Erstmal vorsichtig gucken gehen. Oh mein Gott. Gut, ein Schwein erledigt. Noch ein Schwein. Aber meine Blutechos habe ich immer noch nicht gefunden. Hey Leute. Wohin, wohin, wohin? Da muss doch irgendwo der Sacktyp sein, oder? Da ist er. Ah, der hat die. Gut. Aber sonst gibt es hier unten nichts, oder? Ah, gehen wir mal hier. Oder? Oh, stecke ich hier im As in den Ästen drin? Schauen wir mal, ob es hier drin noch irgendwie was gibt. Nee, schaut nicht so aus. Das sieht aus wie eine Tür hier, aber. Ach, das sind nur die Treppe. Ah. Gut, dann nehme ich jetzt mal wieder einen Aufzug nach oben. Wo war denn der jetzt wieder? Oder ich laufe hier hoch. Weil da war ja noch eine Tür, aber ach, sie ist noch eine Ebene höher. Okay, da muss ich doch mit dem Aufzug. Oh. Ich bin auch eben mit dem Aufzug runtergekommen. Wo war denn der? Hier nicht. Oh, ich irre hier wieder durch die Gegend. Ohne zu wissen, was ich tue. Da brennt ein Lichtlein und da sehe ich doch einen Aufzug. Genau. Da kann ich auch noch rein, oder? War ich hier schon drin? Oder bin ich hier reingekommen? Nee. Vor lauter gucken, wo es hingeht und ob mir einer nachgelaufen kommt. Ach, ich glaube, da geht es dann da nach oben. Mein Gott. Also. Die verdienen hier schon den Namen Labyrinth. Ach du Schreck. Aber da hinten ist eine Kiste. Und Kisten sind ja bekanntlich immer mit tollen Sachen drin. Genau, komm du mir mal nachgelaufen hier. Muss ich hier nicht mit allen. Auf einmal. Ah, du kommst gar nicht durch die Tür. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und dann droppt der nur Quecksilberkugeln. Das war ja jetzt wieder eine Ausbeute. Aber hier in dem Raum gibt es richtig viel zu holen, meine ich. Ritualblut brauchen wir dann. Obwohl Ritualblut Stufe 2 habe ich, glaube ich, genug.
Versteckt der sich da einfach? Grabschimmel. Ich will da was Gescheites finden, aber ich glaube, in diesen Wurzelkelchverließen gibt es nicht so wahnsinnig gute Gegenstände. Obwohl, ich habe ja schon diese Waffe gefunden, ein rasendes Kaltblut. Auch nicht schlecht. Gibt es noch ein paar Blutechos. Nachdem mein Charakter ja jetzt auf, keine Ahnung, Stufe 103 oder so ist, brauche ich da auch ein paar Blutechos, um da nochmal hochzuleveln. Und ich will ja unbedingt noch meine Gesundheit noch ein bisschen höher schrauben. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich bin. Molotow. Keine Ahnung. Geh mal wieder runter. Buh. Achso, nee, das war der Raum hier. Ach du meine Güte. Bin ich hier irgendwo reingekommen? Genau. Ich wollte ja mit dem Aufzug nach oben, gell? Eigentlich. Der ist da hinten. Achso, ich bin gar nicht drin. Soll ich jetzt nochmal die Tür da probieren? Das mache ich jetzt nochmal. Mal gucken, wo es da noch hingeht. Was ist denn das? Ach, das ist so ein gehörnter Dingsbums, der mit Feuer, glaube ich, oder? Jetzt ist er nicht mehr gefährlich. Blutfiolen, 4 Stück. Der Raum hat sich ja dann doch gelohnt. Und, wo bin ich jetzt hier? Da war ich doch eben, oder? War ich da eben? War das das, wo ich da... Ja, klar, da liegen die hier alle. Habe ich die Tür übersehen? Okay. Da muss ich jetzt bloß wieder zurückfinden. Was jetzt gar nicht so einfach ist. Ich bin doch unten reingekommen, oder? Unten reingekommen? Oder bin ich oben irgendwo reingekommen? Meine Güte. Nee, ich bin oben reingekommen, oder? Ach, wisst ihr was? Ich gehe zurück zur Laterne, bevor ich mich hier einen absuche und da stundenlang durch die Labyrinthe schlurfe. Machen wir das einfach so. So, und gehen zum nächsten Boss. Das dauert hier doch länger, als ich gedacht habe. Ich habe gemeint, ich könnte so pro Folge so ein Labyrinth machen, aber so wie das ausschaut, ich bin ja jetzt noch nicht mal hier in der zweiten Ebene und habe noch nicht mal den Hebel umgelegt. Meine Güte. Aber irgendwie bin ich doch länger beschäftigt.
Na, ihr kommt mal her. Oh, nein, nein, nein. Der hat hier seinen Zauber oder was auch immer das ist. Also ihr seht schon, man kriegt da immer quasi in der Ebene oder in der jeweiligen Ebene so Ritualblut, um dann in die nächste Ebene zu kommen. Also so einfach durchlaufen ist nicht. Man muss da wirklich ein bisschen sammeln, gerade am Anfang. Oh. So. Madame. Keine Ahnung. Gehen wir mal nach oben. Also was ich hier Quecksilber, so Kugeln finde. Brauche die eigentlich fast nie, weil ich bin jetzt hier, also so im Parieren mit der Pistole bin ich jetzt nicht so der Held. Wo gehen wir zuerst hin? Hier ist kein Hebel. Dann laufe ich hier mal weiter. Und deswegen benutze ich die Pistole eigentlich auch. Oh, da ist der Hebel. Okay. Oh ja, es beruhigt euch mal wieder. Oh, ja. Jetzt aber. Müsste ich wahrscheinlich ein bisschen üben, weil für manche Bosse ist das nämlich gar nicht schlecht hier drin. Na, komm du da mal her. Dich habe ich jetzt nicht gemeint. Ach nee, gut. Da komm du mir mal nachgelaufen. Du kommst ja eh nicht durch die Tür. Oh doch, er kommt durch die Tür. Okay. So, und dann machen wir jetzt hier noch auf. Ich glaube, den Boss, den mache ich jetzt noch und dann mache ich ein kleines Päuschen. Ja, ich hatte eben gedacht, man kommt hier schneller durch. Aber es gibt doch ziemlich viel zu entdecken und hier einzusammeln. Gut, meine wertvolle Gesundheit ein bisschen sparen. So, und wo muss ich jetzt hin? Hier habe ich ja, glaube ich, hatte ich hier alles abgesucht? Weiß gar nicht. Ja, wahrscheinlich schon. No, ach. Das langt erstmal. So, gehe ich hier weiter. Wahrscheinlich kommt jetzt noch eine Tür, wo ich denke, ich muss da unbedingt rein. Aber das sehen wir jetzt gleich. Gibt's hier nichts mehr. Dann geht's jetzt gleich zum Boss. Welcher da auch immer dahinter ist. Oh, ein Schwein. Okay. Ei, 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 ei. Oh. Da war ich jetzt etwas unvorbereitet. Okay. Macht da richtig viel Schaden. Also dafür, dass das ein
Labyrinth der Stufe 1 ist, fand ich das jetzt doch ziemlich heftig. Zweimal erwischt und schon tot. Aber jetzt bin ich vorbereitet. Vielleicht. Ach, die Säulen hier zum Vorteil genutzt. Ein Strahlenblutedelstein. Da muss ich dann auch mal gucken, für was der gut ist. So, erstmal Laterne anzünden. Und dann geht's in die dritte Ebene. So, hier gibt es jetzt noch eine Tür, die lasse ich aber jetzt erstmal zu, sondern mache hier die Laterne an, sonst muss ich da immer wieder den Lift holen, wenn ich da sterben sollte. Und anscheinend passiert es ja doch gar nicht so selten, wie man meinen könnte. Okay, das war's dann für diese Folge. Wir machen dann in der nächsten Folge weiter hier und knöpfen uns den letzten Boss auf dieser Ebene vor. Bis dann, macht's gut und ciao, ciao.